Wir haben die Claudia da, die was uns das toll erklärt, wie so ein Westernreiten ausgetragen wird, wie es funktioniert, was für ein Regelwerk das es gibt. Und jetzt beobachten wir deinen Schwager. Richtig, genau. Das ist der Stefan Lechner, der Mann von der Katrin Lechner. Und genau, vier Spins, one, okay? Und eben wie man jetzt sieht, auch wegen die Beine, also das Pferd, das der Stefan hat, ist jetzt schon 18 Jahre alt und lahmt nicht und ist wirklich immer noch total fit. Also es ist eben wirklich, wenn das Pferd Talent hat dafür und man wirklich immer drauf schaut, auch beim Stopp und so, dann geht das nicht mehr an die Beine als andere Dinge auch, die man macht. So, auch sehr interessant, Ausbilderin und zugleich auch Wettbewerbsteilnehmerin. Genau, das ist die Nicole Grazer, die arbeitet schon seit 5 Jahren, glaube ich, bei uns. Hat die Ausbildung gemacht zum Pferdewirtschaftsfacharbeiter und hat einen Übungsleiter, das heißt, sie gibt auch Reitunterricht bei uns. Und ist wirklich eine super verlässliche, tolle Angestellte und da fiebert man natürlich sehr mit, wenn, und gönnt natürlich so jemanden total, wenn das immer alles so funktioniert. Jetzt bin ich so klein, 8, 9, 10 Jahre. Reite ich da mit einem Großen oder reite ich da mit einem Pony oder wie stelle ich mir das vor? Genau, wir fangen an mit 10 Jahren bei den Kindern, weil unsere Sättel auch nicht so kurz gehen und weil wir auch keine Ponys haben. Also das heißt, man fängt bei uns mit einem normalen Quarterhorse an zu reiten. Der Vorteil am Quarter, die meisten sind nicht so groß. Also der Durchschnitt ist beim Stockmaß von 1,50 Meter und wir haben wirklich ein braves Kinderpferd, Anfängerpferd, die da wirklich brav ist. Und, aber sie fangen bei uns ganz normal mit einem American Quarterhorse zum Reiten an. Stoppt, weil sie wirklich was super dran hat. Gell. Aber na, schon war ich eigentlich gut zufrieden mit ihr. Du bist ja da heroben am Kollerhof und trainierst ja da heroben und machst Stallungen etc. Alles, was so rund um diesen Pferdsport geht. Richtig, genau. Also ich mache eigentlich komplette Stallarbeit, auch Unterricht für Anfänger und Fortgeschrittene und ja, alles, was so anfällt. Ja, nach dem Applaus hört man, dass das wahrscheinlich ein ganz ein guter Bewerber. Ja, war ein sehr guter Ritt. Ja, das war jetzt eine richtig tolle Leistung. Und Execo mit der Niki hier, genau. 141,5 Punkte. Also, wie hast du dich gefühlt jetzt am Pferd? Ja, er war eigentlich relativ brav am Anfang, danach ein bisschen nervös. Hat ein paar Sachen gesehen, was er so nicht sieht. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Ja, immer spannend, wenn im Go-Round die Leute knapp beieinander sind. Umso mehr Spaß im Finale dann für die Leute zum Zuschauen. Nein, war relativ cool.
Tiroler Meisterschaft. 12 Reiterinnen und Reiter am Start und 11 in der Wertung.